Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 4:0 gegen den VfB Stuttgart am 7. Bundesligaspieltag. Und wie immer der Hinweis, bevor wir reingehen, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, euch gefällt, was ihr hier seht, ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal, damit unterstützt ihr einfach, was ich hier tue. Vielen lieben Dank dafür und damit würde ich sagen, rein in den Bums. Willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem 4:0-Sieg des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart. Die beiden Trainer Sebastian Hoeneß und Vincent Kompany sind hier und geben natürlich Auskunft. Beginnend wie immer mit dem jeweiligen Statement. Bitte schön für unsere Gäste, Sebastian. Dankeschön, schönen guten Abend. Vorneweg natürlich Glückwunsch an Vinny und sein Team zum am Ende natürlich hochverdienten Sieg. Ja, dass er ein bisschen stinkig ist, wahrscheinlich auch wegen dieser Abseitsgeschichte beim dritten, ne? Beim 3:0. Sorry. Alter, wenn der Schiri das nicht pfeift, du kannst nicht anfangen, 30 Sekunden oder eine Minute hinter dem Tor zu sagen, oh ja, hier, vor 30, 40 Sekunden war aber mal Abseits, wa? Das geht nicht. Ja, da müssen die Schiris das pfeifen, und dann ist gut, ne? Also, wäre das Tor aberkannt worden, also wäre das eine Farce gewesen. Aber ich denke, er wird sich daran wahrscheinlich auch ein bisschen hochziehen, was ja auch verständlich ist, wenn es so rumläuft. Ja, schauen wir mal. Ja, nach 0-4 hast du erstmal nicht viele Argumente, das ist klar. Und trotzdem will ich trotzdem nochmal aus unserer Sicht das Spiel so ein bisschen schildern. Die Idee, glaube ich, wurde schnell sichtbar. Wir wollten das sehr intensive, manndeckende Pressing der Bayern überspielen. Wollten sie auch rausziehen, die Innenverteidiger rausziehen. Wollten sie in viele 1-gegen-1-Situationen bringen, in zweite Bälle kommen und darüber dann ins Fußballspielen kommen. Und ich glaube, dass das okay geklappt hat. Wir hatten unsere Situationen, die wir nicht immer top ausgespielt haben, aber ich glaube auch... Ja, die ersten 20 Minuten gehe ich mit, danach habe ich das nicht mehr gesehen. Ja, ich erinnere mich an eine Szene nochmal, zweite Halbzeit, ja, wo Opa sich hat weit rausziehen lassen, wo aber nichts durch entstanden ist, habe ich vorhin schon in der Analyse gesagt. Ansonsten erinnere ich mich an keine Szenen, wo das ansatzweise geklappt hätte. Auch Bayern hat nicht das Spiel gespielt, dass sie sich vielleicht gewünscht haben, ohne mir jetzt anzumaßen, das aus Bayern Sicht zu beurteilen. Aber es hat sich für uns nicht schlecht angefühlt. Ich glaube, in der Halbzeitpause waren nicht so viele Chancen auf beiden Seiten, sicher die aussichtsreicheren auf der Bayern-Seite, aber... Ja, da stimme ich ihm zu. Es war jetzt auch nicht so, dass wir Chance auf Chance erspielt hätten in der ersten Halbzeit. Ja, wir hatten 3 Chancen, wovon 2 so Halbchancen waren, die einfach nicht gut zu Ende gespielt waren, fairerweise. Ansonsten war es viel Ballbesitz im super ungefährlichen Raum. Ja, das muss man ganz klar sagen. Also das war zweite Halbzeit natürlich dann viel, viel besser. Das Spiel ging so in die Richtung, wie wir es uns erhofft haben. Und dann lag kurz nach der Halbzeit auch das Ding da, ja, das dann am Ende möglicherweise so ein bisschen den Ausschlag auch in eine andere Richtung geben kann, nutzen wir nicht. Das ist richtig. Die Chance war natürlich riesig. Ja, das war eine Doppelchance für Stuttgart. Da haben wir richtig viel Glück gehabt. Ja. Natürlich wissen wir nicht, wie wir reagiert hätten. Bisher hat uns das immer wenig interessiert, wenn wir Gegentore kassiert haben oder auch mal im Rückstand waren. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt dann so schlimm gewesen wäre. Aber hätte Fahrradkette, interessiert am Ende keiner. Das Ding war nicht drin. Wir haben dann ein paar Minütchen später Doppelpack durch Harry Kane gemacht und gut. Die Bayern haben Doppelschlag danach. Ja, und dann spielen sie es überragend. Und schicken uns nach Hause mit einer 4:0-Niederlage, kriegen 4 Gegentore in 30 Minuten. Das fühlt sich nicht gut an. Werden wir auch analysieren müssen, auch wenn es am Dienstag weitergeht, können wir da nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Glückwunsch an Bayern, verdienter Sieg. Dankeschön. Venedor, eine kurze Einschätzung? Really quickly in English for me. I've enjoyed watching Sebastian's team in many games, even before we had to analyze them, before playing against them. I think I've watched a lot of what they were doing, and every single time you see a good team, well organized, with intensity, physically strong, but also with a very clear idea on how they want to play, how they want to press. And that's why I'm happy, of course, with how the game went. I was totally not surprised that the game was not
easy. In fact, I was hoping that my players were not surprised. So at halftime, the main thing for us was to stay calm and to get confidence out of the few moments that we had in the first half, because we had some moments, of course. But in the end, we didn't concede too much. So it was more about staying calm. And then I think the game turned definitely with the first goal. And I think we were very fortunate with the amount of players we could bring on the pitch to raise the quality of the game. So in a moment where some of the players were getting a little bit tired, I think we have to recognize that the bench today made a big push for us being so strong in the last 30 minutes. So yeah, very happy with the result and especially because I know we played against a very, very good team. Ja, er hat quasi das gesagt, was auch was der Hoeneß auf der anderen Seite gesagt hat, was ich in meiner Analyse gesagt habe. Wenn ihr übersetzt es euch gerne auf Englisch, also ich würde mich nur wiederholen. Danke, Vinny. Dann die Fragen bitte. Beginnt hier vorne Manuel Schwarz. Eine Frage an Herrn Kompany. Harry Kane hatte zuletzt. Warum es auf Englisch jetzt wieder ist, I don't know. Vielleicht ist es für ihn einfach noch einfacher wie jetzt da auf Deutsch und dann muss der Kopf zu viel arbeiten oder so, ich weiß es nicht. Ja. Aber sein Englisch versteht man ja super, das ist ja. Ist eine kleine Durststrecke, länger nicht getroffen, jetzt heute der Hattrick. Wie haben Sie ihn in der letzten Phase erlebt, auch heute jetzt erlebt? Und wie erleichtert sind Sie, dass Sie Ihren Torjäger jetzt wieder haben? Ja, ich habe, muss ich ehrlich sagen, keine einzige Sekunde Fokus gehabt auf, ob er jetzt getroffen hat oder nicht. Ich weiß, was seine Qualitäten sind, ja, sein. Ganz genau. Alter. Und das müssen ganz, ganz viele Leute mal in den Schädel kriegen. Immer hungrig, das spürst du auch im Training. Aber letztendlich, was man vergisst und was man vielleicht auch manchmal mehr sagen muss, wie hart Harry in die letzten Spiele gearbeitet hat für die Mannschaft. Heute auch. Wir spielen zu null. Aber nicht nur, weil er drei-torisch ist, aber auch, weil er mitverteidigt. Und für mich war einfach wichtig, ich habe eine Spiele gesehen, die einfach sehr, sehr gut rein ist in die Mannschaft, in das Kollektive. Und dann, wenn es über Tore treffen geht, dann habe ich nichts dazu zu sagen. Er wird immer Tore treffen. Ich habe das schon seine ganze Karriere miterlebt. Ja, und das wird jetzt nicht ändern. Und zum Glück heute hatte diese Möglichkeit bekommen. Ja, unterschreibe ich zu 100%, was Vinny sagt. Ne? Eins davor, Eiko Niederer für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Kompany, auch eine Frage. Alex Pavlovic hat sich verletzt. Es hieß gerade von Max Eberl möglicherweise ein Schlüsselbeinbruch. Können Sie schon mehr... Eieiei. Also wenn es ein Schlüsselbeinbruch ist, ja, dann ist die Hinrunde durch, wa? Oder? Dass du wieder auf dem Feld stehen darfst und spielen kannst. Eieiei. Das wäre natürlich schon übel. Das wäre schon übel. Also tut mir dann, wenn das so ist, wirklich super leid für den Pavlo. Ne? Ja, dann muss die Stunde von Palinja, Conny Leimer und Leon Goretzka schlagen. Ne? Sagen, wie bitter ist dieser Ausfall und kommt es jetzt sehr darauf an, dass Joao Palinja dann da ist, die nächsten Spiele und könnte vielleicht sogar auch Leon Goretzka jetzt wieder eine größere Rolle spielen? In meiner Meinung spielt hat jeder Spieler eine große Rolle. Das ist genau, was ich meinte heute. Wir haben gewechselt und wir sind eigentlich stark geblieben oder sogar stärker geworden. Ja. Und für mich zu heute. Ich habe keinen Zweifel, jeder bekommt eine wichtige Rolle. Aber wenn es jetzt über Pavlo geht, der war vielleicht auch einer unserer besseren Spieler im Moment. Ja. Und dass er jetzt ausfällt, das ist für uns natürlich bitter. Aber das wird nichts ändern. Ich glaube, der wird noch eine Top-Saison haben und er wird noch eine Top-Karriere machen. Und jetzt müssen wir es leider ohne Pavlo machen. Ja, für mich definitiv ganz klar. Wir haben zweite Halbzeit gesehen, wie stark ein Kimmich diese Rolle ausfüllen kann, wenn er der offensive Part ist. Ja. Er muss sich dann hinten ein bisschen wegnehmen. Und da muss ein Palinja die Räume zumachen und dann hat ein Kimmich auch den Einfluss, den Pavlo halt auf dieses Spiel hat. Ja, Pavlo hat ein super, das haben wir gesehen nach der Auswechslung. Ja, wir haben gesehen, wie unkreativ, wie wenig wir nach vorne gespielt haben, weil einfach der Pavlo nicht da war, der diese Räume bespielt hat. Ein Kimmich zu weit hinten war.
Ich kann mir aber gut vorstellen, wenn Vinny wirklich auf Palinja setzt mit dem Kimmich zusammen und Kimmich weiter vorne steht, Palinja den klaren defensiven Sechserpart nimmt, dann kann das auch gut werden. Ja. Aber natürlich trotzdem tut es mir mega leid für Pavlo, ja. Also ich denke, Pavlo ist auf jeden Fall ein Gesicht dieser Mannschaft in der Zukunft. Ja. Also ich sehe ihn von den Qualitäten, was das Spiel gestalten angeht, auf jeden Fall vor Kimmich. Ja. Aber Josh hat es heute wirklich überragend gemacht, zweite Halbzeit, das muss man ganz klar sagen. Dann wechseln wir auf die VfB-Seite. Ja, danke. Carlos Ubina, Stuttgarter Zeitung. Herr Hoeneß, Sie haben schon angesprochen, die letzte halbe Stunde war kritisch, hat Ihnen natürlich nicht gefallen. Was ist da Ihrer Meinung nach passiert, sofern Sie das jetzt schon sagen können? Und was hat Ihnen letztendlich dann gefehlt bei Ihrer Mannschaft in dieser halben Stunde? Ja, ich glaube, es ist offensichtlich, gerade das erste Gegentor war vermeidbar. Möglicherweise sind wir in der Lage, selber anzugreifen, verlieren den Ball, kriegen dann beim Distanzschuss das 0-1. Dann das zweite Tor, da sahen wir nicht gut aus, aber ich möchte jetzt hier nicht in die Einzelanalyse gehen. Es geht nur danach dann darum zu entscheiden, was machst du jetzt? Du legst 0-2 hinten gegen Bayern, es sind 63 Minuten gespielt. Willst du jetzt sagen, okay, schade, war ein Versuch wert und stellst dich hinten rein und versuchst dann nochmal Schadensbegrenzung zu betreiben. Entspricht nicht meinem Naturell. Nachhinein, klar, wurde es dann noch deutlicher. Nein, wir sind weiter draufgegangen und so fällt dann auch das dritte Tor, in dem wir pressen. Ich glaube, Angelo war derjenige, der dann den Torhüter angelaufen ist, gewinnt den zweiten Ball nicht und dann rollt der Bayernzug ein ums andere Mal. Ja, und da war ich auch nicht ganz zufrieden mit den Impulsen von der Bank. Wir müssen uns dort dann ja einfach in eine andere ein anderes Mindset versetzen. Da geht es dann aber darum, gemeinsam nochmal sich dagegen zu stemmen. Aber wir spielen hier in München und Dini hat gerade schon gesagt, ist ja nicht so, dass er dann nicht nochmal nachlegen kann. Mannschaft hat unglaubliche Physis aktuell. Ich glaube, dass davon konnten wir uns heute überzeugen. Das wusste ich vorher schon, weil die Daten da auch sehr klar sind. Das haben sie heute nochmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und sie haben nicht aufgehört, haben bis zum Schluss versucht, Tore zu machen. Das muss man einfach den Bayern auch mal hoch anrechnen. Und da haben wir heute mal gemerkt, was für eine Power sie entwickeln können. Aber für mich ist die... Erstmal sehr, sehr ehrliche Worte. Sehr, sehr guter Typ. Aber das wussten wir natürlich. Ja. Wer denn... Er kommt ja vom FC Bayern. Ja, er sagt genau das. Ja, auch das haben die letzten drei Gegner haben das auch gemerkt. Ja? Nur da haben wir aus bestimmten Faktoren die Ergebnisse halt einfach nicht erzielt. Ne? Das war heute halt einfach anders. In Phase, ja, wichtig werden wir analysieren, aber wir müssen schon auch über die ersten 60 Minuten sprechen, ja, wo auch das ein oder andere aufgegangen ist. So, und das gehört zum Gesamtbild. Wir werden es wie immer machen. Wir werden das Spiel analysieren in aller Kürze, weil es am Dienstag weitergeht. Versuchen, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Haben wir immer geschafft. Werden wir auch diesmal schaffen, um dann ein anderes Gesicht zu zeigen am Dienstag. Okay, eine letzte vielleicht nochmal die Bild-Zeitung, bitte. Noch eine Frage an Vincent Kompany. Wenn man ein ganz bisschen nach vorne guckt, jetzt kommt Barcelona, da ist mit Hansi Flick ein Trainer, der hier in München Großes geleistet hat. Können Sie einmal kurz sagen, wie Sie auf ihn gucken und auch wie Sie auf dieses aktuelle Barcelona-Team schauen? Ja, also das ist, muss ich sagen, wirklich die erste Minute, dass ich jetzt über Barcelona denke, das ging alles über Stuttgart. Ich weiß alles über diese Mann, aber nicht so viel jetzt über die nächste Gegner, das kommt. Natürlich weiß ich, wenn du Cheftrainer bist in Bayern München, dann hast du immer dieses Ziel, besser zu sein als die anderen Mannschaften, gegen wen du spielst. Aber du hast natürlich immer diese Trainer, die unglaublich geleistet haben für den FC Bayern und er gehört dazu. Jupp Heynckes, Pep Guardiola und es gibt wahrscheinlich noch, Entschuldigung, dass ich die vergesse, aber Ottmar Hitzfeld. Natürlich bedeutet das sehr viel für FC Bayern und natürlich ist es ein besonderes Spiel für ihn, Udo, glaube ich. Aber letztendlich, er will gewinnen, wir wollen gewinnen, da geht's so. Und die Spiele spielen nicht wir. Vielen Dank, schönen Abend allerseits. Ja,
Schönen Abend allerseits. Passt. Kurz und knackig. So wurde alles gesagt. Wenn ihr mehr von meiner Meinung wissen wollt, schaut gerne die Spielanalyse rein. Ansonsten Montag 18 Uhr im Livestream. Live auf YouTube und Twitch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde, kann niemand trennen.